Hey ho, Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge How to Survive. Wir sind auf der Suche nach was Essbaren, weil wir sonst verhungern werden. Und was, Buddy? I'm here. Wohin müssen wir denn? Oh, wir müssen nach unten. Yep, wir müssen nach unten. Wir müssen schnell was zum Essen finden. Hier haben wir auch Trinkflaschen dabei. Oder mag das helfen? Was meinst du? Wir haben ja. Ich weiß nicht, aber trinken und essen, ich weiß nicht, wenn. Ich hau mal eine rein. Genau, hau mal eine rein. So, und was meint die Wernte? Ja, ich bin bei 15% und habe eine leere und noch drei volle. Okay, also hat das nichts gebracht und wir müssen jetzt eigentlich ganz schnell. Ach, wir sind falsch gelaufen, Alter. Wir müssen da oben zu dem lang und dann irgendwie da links rum, Alter. Wir brauchen unbedingt schnell was zum Essen. Ich meine, hier müssen wir hoch. Hier müssen wir hoch, ne? Schau. Oh, das sind doch tote Menschen. Gib los, mir Fleisch. Schnell hier, da ist eine Wurzel. Da war ein Soldatenhelm. Ich nehme ihn mit. Vielleicht kann ich ihn nicht machen. Alter, ich hab. Heftig hier, die Leute. Ich esse jetzt einfach mal so eine Wurzel. Wo ist denn die Wurzel? Mach das mal. Rote Pflanze. Außergewöhnlich weiße Pflanze. Wo ist die Wurzel hin? Da ist die Wurzel. Essen. Hab ich halt auch keine. Oh, wir sind auf 26% hochgekommen. Gut, warte, da muss ich. Aber mal. Wir haben noch drei Wurzeln hier zu finden. Oh. Ja, warte, ich bin oben bei dir. Ich bin da. Hier. Ein Stahlhelm? Ja, habe ich auch schon. Soldatenhelm, meinte ich. Stahlhelm gab's ja nur im Krieg. Mach alles mal auf. Dasselbe. Nehmen, wir haben da wieder so eine Errungenschaftspflanze. Helm mit Knochen. Helm mit Knochen. Oh, das ist aber ein schöner Helm. Das sieht so wie so ein Wikingerhelm auf. Was wir dazu brauchen, der Schutz ist niedrig. Wir brauchen einen Stahlhelm und Knochen. Wir haben bis jetzt aber nur den Helm. Und noch keine Knochen und es wird langsam dunkel. Ich mach schon mal wieder meine Taschenlampe an. So, da habe ich noch gerade ein Ding gefunden. Eine böse Wurzel, da ist noch eine. So, wie viele Wurzeln hast du? Wie viele Wurzeln habe ich? Ich habe zwei Wurzeln jetzt. Wie viele Wurzeln hast du? Eine. Du hast eine. Ja, okay, das passt. Du hast ja auch mehr Prozent als ich. Wir schauen uns jetzt mal da oben noch das Buch an. Da ist nämlich noch ein Buch. Ich habe mein Licht angemacht. Alter, wie geht denn die Tür hier? Kovacs Rules. Chapter 6. Eating. If you wish to have a chance at defeating the zombies, you have to take care of your body's basic needs. The basis of all survival is drinking, eating and sleeping. This chapter is about eating. Lack of food means no energy, and no energy means you won't have the strength to fight zombies. In this environment, you can find many roots to eat. You can also fish, you can hunt for meat. Never ever eat uncooked meat. It will kill you. Uncooked meat here is full of many deadly parasites. Always cook meat before eating. Finally, remember that fresh meat is a magnet for predators around here. Fresh meat will attract zombies. You have been warned. Ach, das ist so goldig, das hat irgendwie so, so einen Touch schwarzen Humor. Gefällt mir. Ist echt geil. So, der ich mal kurz fragen muss, wie zur Hölle mache ich denn meine Dings an meine Lampe? Oh, warte. Wütendes Trampeltier. Wütender Tapirhelm. Wie komme ich auf Trampeltier? Mit dem Ding nimmt dich die Meute eher auf. Ja, der Schutz ist hoch. Wir brauchen dazu einen Tapirkopf. Und einen Gürtel. Wir haben beides, nicht? Die Lampe machst du an. Ich mach's auf L2. Auf meinem PlayStation 3 Controller. So, guck mal kurz, warte, ich muss mal kurz in die Steuerung reinschauen. Ja, aber du hast deine Taschenlampe an. Habe ich die an? Ja, du hast sie an, siehst doch das Licht vor dir. Du Nasenbär. Ich war gerade im Menü, okay, alles klar. Gut, jetzt gehen wir erstmal zu ihmchen zurück und er wird uns noch weitere Sachen erklären. Dann mach mal. Sprechen wir mit dem guten Mann. Find more roots. I want you back in good shape. Trust me. More than ever. Ja, ich hab Hunger. Also ich bin kurz vorm Sterben.
Oh, okay. Der ja auch meinte, wir können halt auch Tiere jagen und auch, da waren auch ein paar. Na, wie heißt das Ding? Was im Meer rumschwimmt? Fische, genau, Fische. Fisch. Ja, na los, wir können ja mal ins Meer gehen. Ja, warte, ich muss mal gucken, wo habe ich da? Da ist meine Wurzel. Mal eine von meinen Wurzeln essen, damit ich auch mal wieder so ein bisschen auf Prozente komme. Was will der denn Wir jetzt von können ja mal uns? gucken ins Meer. Wir können ja mal ins Meer gucken. Ja, was Weil wollte der denn da jetzt, hier. was wir machen? Ja, halt essen. Wir sollen halt essen. Ja, wir haben doch jetzt gegessen. Aber wir haben doch keine Angel, wir können doch jetzt hier keine Fische fangen. Du musst einfach reinhauen ins Meer. Nein, komm. Wir Okay. gehen mal zurück. Ich habe jetzt gegessen, vielleicht hat das ja was gebracht. Ich weiß, ich bin ein bisschen nervös und so, aber. Nee, na mach. Mach ruhig. Ja, muss ich ja. Still hungry? Find more roots. Finde mehr Okay, Wurzeln. eben. I want you back. Okay. Wir müssen einfach Wurzeln finden. Wir laufen jetzt einfach mal hier oben lang, wo wir vorhin nicht durch konnten. Oh, buddy. Nee, da können Was, wir. was, was? Ja, aber gut, wir können halt, wenn du mal die Karte guckst, Oh. mal nach links. Da ist noch ein bisschen was. Ist dunkel. Oh nein, du machst mir Angst. Ich finde das cool mit den Taschenlampen auch. Hey, Ich weiß Survivor! nicht. No time to okay. take a stroll! Mir gefällt Nach es. oben geht's auch nicht. Was haben wir hier? Finde Wurzeln, komm, finde Wurzeln, Simmel. Los, 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 los. Such Abby! Abigail. Such Abigail. Shutu! Abby Shutu. Oh, hier habe ich was gefunden. Aber ach, das ist ja nur diese. Shutu, die macht jetzt hier alles nackig. Aber wir können nach unten. Hier Hey, irgendwo. Survivor! No time Warst du to hier take bei a mir? Komm, stroll! huf, Ja, huf, warte, huf. ich wollte noch kurz hier oben gucken. Ach, das geht gar nicht auf. Nee, warte. Warte kurz. Warte. Bin da, mein Freund. Hey, Survivor! No time to take a stroll! Ach, deine Mutter. Ja, Oh, was habe ich da gesagt? Wir müssen ja da auch irgendwie dahin, weil es gibt irgendwie nichts zum Nixen beim. Okay, das ist ein bisschen heftig hier gerade. Ja, darunter geht's sowieso nicht. Hier ist Da ist was. eine Wurzel, da sollst du hin. Exotische Früchte. Nimm sie mit. Ja, habe ich auch. Nimm sie mit. Warte mal, kurz. Ich Ich tue warte. Sie mal essen. Schmeckt nach Zitrone, nur saurer. Durst 20% und Hunger 5. Ja, da musst du was trinken. Dann trink mal einen Schluck. Nein, hier geht's jetzt nur ums Essen. Also ich habe jetzt Essen ein bisschen was dazu bekommen. Nicht viel, aber es reicht. Du musst ja echt schauen. Nach links und rechts. Überall Ja, kann aber gut, ich irgendwo was meine, wir sein. können ja nicht weit weg. Also es muss ja hier irgendwo was wachsen. Da hinten, da wo die Ausrufezeichen auf der Karte sind. Die Oh jetzt. ja. Die Oh, jetzt. aber schön, dass es nachwächst. Oder was ist das? Wächst es Ja. nach? Entweder wachsen sie nach oder die sind halt sehr zufällig. Okay, du eins, ich eins. Okay, ich muss gerade mal gucken. Du gehst dahin. Ich gehe an dem hinteren. Okay, ja, ich komme mit. Und du nimmst ja halt das andere da. Warte, F drücken und nicht E. Ha, ich muss. Ich mach kein X. X muss ich drücken. Oh, da ist noch eine Wurzel. Ja, Haha, ich hab sie. ist mit. Ah, ich hab sie als erstes gefunden. Mach das. Okay, jetzt isst mal vielleicht jeder von uns davon was. Ja, habe ich gerade schon. Ich auch. Und da ist oben schon wieder ein Ausrufezeichen, da wo du eben warst. Ist doch schön. Ja, Also. dann geh mal hin, dann hol dir das mal. Nein, ich hab noch eine. Du hast ja keine mehr. Ja, aber ich habe ja noch ein bisschen was. Nimm einfach mit. Jetzt mach hier nicht einer Feld. Nimm's mit. Ja, Mann, ich bin das Mädchen, ich muss immer sterben Ja, am komm. Ende. Komm, Mädchen, wir gehen da jetzt. Wir gehen da jetzt Ach, Jungs und Mädels, ne? Jungs und Mädels, die hier zugucken und das Spiel schon kennt. Ich meine, wir beide haben das Spiel erst heute mal geholt und ich hab's. Mama, mein Freund, da ich als Management bin, habe ich ihnen das mal geschenkt, weil es war nur 3,50 € oder so bei Steam, noch in den Ding-Sale. Da war es schon okay. I want you back in good Aber es shape. macht echt Spaß, muss ich Trust sagen. me. Also, wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, wie wir beide besser spielen können, ja, dann bitte schreibt es in die Kommentare. Aber halt bitte, ja, bitte, Jungs und Mädels, ne, halt hinschreiben, aber bitte nicht spoilern. Ne? Also nicht spoilern, das ist immer scheiße. Ich habe das Gefühl, wir müssen auf 100% kommen. Das wäre. Oh, na da. Ziel Da war erreicht, gerade ja, ich. Ziel erreicht. Ja, Jawohl. weil ich jetzt zwei solche Dinge gegessen habe. Ich Getting glaube, ich war better. dran schuld. Good. You must remember to eat.
food is wir geben beide unser Bestes und haben beide noch kaum Erfahrung bei eigenen Videos. Wir gucken halt immer bei anderen Leuten, wie es aber so mal eigene Videos machen. Da bin ich immer, mag ich eigentlich nicht, weil ich immer so ein bisschen rumstottere, aber das macht ja nichts. Das kriegen wir schon alles hin. Jetzt folgen wir erstmal hier. Hier, nimm mal den biegsamen Ast mit, dann kannst du dir nämlich auch mal einen Bogen basteln. Wo ist der denn? Da, wo ich stehe, da. Genau vor deiner Nase. Okay, warte, ich baue da mal was zusammen. Bau mal und ich rede schon mal mit unseren Kollegen. Und damit kann ich nichts zusammenfügen. Hydration. Ja, das ist halt, wenn man nicht genug Wasser trinkt, wie ihr gerade sagt. And your performance will be poor. So remember, drink. Chapter 7 of my guide refers to thirst. If I do say so myself, this survival. Gut, ja, jetzt geht's um Wasser. Warte, Gott, du musst mich immer. Ja, ja, jetzt geht's halt einfach nur. Jetzt geht's halt einfach nur darum, dass wir es trinken müssen. Den wollen wir doch wohl hinkriegen. Beim Trinken, gerade mit Bier, da kennen wir uns ja aus. Ja gut, jetzt müssen wir halt den verlassenen Brunnen finden und Warte mal kurz, du musst mir kurz noch ja, mach doch. Oh, sehr schön. So, ein Stock und was war das noch? Das Messer oder was? Biegsame... Ja gut, hab ich. Alles klar, ich habe jetzt auch einen Bogen. Gut. Jetzt musst du dir halt nur noch dann halt aus den Ästen Pfeile basteln. Ja, hab ich gerade schon gemacht, mein Freund. Oh Gott, Alter, wo bist du hingeraten? Ich weiß nicht, aber mit der Machete ist es eigentlich. Ja, ne, macht echt Laune. Ja, relativ einfach. Also bis jetzt noch, aber ich meine, und? Wir sind ja. Ich weiß nicht, ob man das sieht, halt mit dem Stock, gab es nur 10 XP, mit der Machete schon 15 pro Toten. Nee, das ist aber auch unterschiedlich. Ja? Ja. Das okay. Ist unterschiedlich, also ich krieg ja auch... Wir beide müssen mal was trinken. Ja, deswegen sind wir ja zu dem Brunnen. Ja, aber ich habe ja noch Wasser. Hast du noch Wasser? Ich habe bestimmt auch Wasser. Alter! Stirb! Tierhaut, alles mitgenommen, eingesammelt, weggerannt und erstmal lesen wir uns mal schnell das Buch durch. Oh, warten auf Spiele, wir müssen auf Simme warten. Und jetzt lesen wir das Buch durch. Kovax Rules Chapter 7 Drinking. If you wish to have a chance at defeating the zombies, you have to take care of your body's basic needs. The basis of all survival is drinking, eating and sleep. Okay, gut. Ich glaube, das brauchen wir uns nicht weiter durchzulesen oder zu sehen, weil das haben wir, glaube ich, alle schon beim Kovac gelernt oder gehört. Schildtrank können wir machen aus Pilzen und irgendetwas... Besondere der, Pflanze. Der Mais, ne, oder? Irgendwas, was ist das, ja, Mais? Aber das ist, glaube ich, das Zeichen für eine besondere Pflanze. Okay, aber du, mein Freund, du kennst mal was. Du könntest dich mal heilen, mein Freund. Ja, das. Ich heile mich, wenn ich. Oh Gott, wir trinken, genau. Hau alles voll. Ach, da ist doch der Wasserbrunnen. Abby macht die Flaschen voll und in vieler Ruhe ein. So, alles auffüllen, was wir haben. Und ja, füll auf. Ich habe nichts zum Auffüllen. Ich habe keine Lärmflasche. Gut. Ich habe nur eine volle Flasche. Aber gut zu wissen, dass wir das jetzt gebrauchen können. Oder halt haben müssen. Ja. Das Tier haben wir gehäutet. Hier haben wir. Wir haben hier frisches Fleisch vom Wapiti. So, wir können testen. Genau, mach mal ein Feuer und wir testen das jetzt gleich einfach mal aus. Ich mache jetzt mal einfach mir den Busch weg, weil der stand einfach im Weg. Ach, ja, aber ja gut, ich habe nichts zum Kochen. Hast du was zum Kochen? Ich habe mein Frischfleisch. Ja, dann hau das mal rein. Bewegen, fallen lassen, geben. In die Pfanne. Auswählen. Auswählen. Ich habe es ausgewählt. Ich kann es jetzt kochen. Ja, dann mach mal. Ich koche es. Ja, schön. Ja, der Balken ist voll. Gekochtes Fleisch, ja. Jetzt sieht man hier bei mir, gekochtes Fleisch schmeckt wie Rindfleisch, nur intensiver. Das stillt den Hunger um 100%. Ich habe noch ein bisschen mehr als die Hälfte voll, deswegen werde ich
mir mein Waipiti-Fleisch noch ein wenig aufheben und werde mich wieder mit meiner rostigen... Aber mal heilen, mein Freund, du musst sie mal noch heilen. Ja, wenn wir jetzt zu unserem Kollegen runtergehen... Wir gucken mal, ob wir hinten durchkommen. Nein, kommen wir nicht durch. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Okay, wir gehen jetzt mal zu unserem Kollegen zurück und ich denke mal, bei unserem Kollegen werden wir auch wieder geheilt werden. Weil sonst... Alter, ich habe keine Energie, aber ich renne hier trotzdem vorne weg, wie immer. Ja, das muss aber nicht sein, was du da gerade machst. Ja, ich weiß, aber das ist halt Macht der Gewohnheit. Ach, da ist er ja schon. So, ich quatsche mal an. Mach das, ich passe auf. Hey, you seem breathless. Clearly you found trouble, as well as water. So, und jetzt geht's ja wahrscheinlich um Schlafen. Nein, jetzt geht's erstmal um Werkstätten. Werkzeuge bauen, 500 Erfahrungspunkte und keine Energie dazu gewonnen. Nicht gut, aber komm. Deswegen, mein Freund, kommst du mit? Mal, oder? Ich bin schon da. Ich glaube, wenn wir jetzt... Warte, wo ist er denn hin? Oh, der läuft noch. Oh, wir hätten ihn einholen können. Ich sehe, bei dir geht Nahrungsmittel runter. Bei mir geht überhaupt nichts runter gerade. Ja, ich bin halt eine Frau, Mann. Ich habe halt einen höheren Stoffwechsel. Das kann möglich sein. Nein, Frauen. Wir sind falsch gelaufen. Siehst du? Da, ich halt nichts gegen Frauen sagen. Die Frauen sind einfach nur super. Ja, aber du bist ja selber eine Frau. Von daher. Jawohl. Ja. Nein, jetzt. Ernsthaft. Aber auch nur im Herzen. Oder da ist noch ein Buch, mein Freund. Ja, warte. Ich mache jetzt mir hier das Feuer an und... Nehmen wir hier die Werkzeugtasche mit. Ich nehme erstmal alles einsammeln. Okay. Bevor wir. Nein, Scherz. Spaß beiseite. Komm, lass das mal da liegen. Ich öffne jetzt mal das Buch. Kurz. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Da scheint da, dass wir alle Teile für eine Schrotflinte finden sollen. Nein, bei mir. Warte, jetzt mal. Ich öffne erstmal das Buch, bevor du hier schon wieder spoilerst. Chapter 8, Handmade Guns. You must improvise to survive. It is possible to create your own weapons using spare parts and other tools. The better your weapon, the better your chances of killing the zombies. Can and should combine found objects to create deadlier weapons. To make a shotgun, select a harpoon grip from your stuff. Choose Combine and select the Diving Tank. You now have a new item, but it is not a complete weapon. Combine this item with a flared tube and next with a hardware box. You have created your very own shotgun. For ammunition, metal scrap found on dead bodies will be okay. There are many ways you can combine items. But choose wisely. Ha, dieses Buch ist einfach göttlich. Okay, aber Freunde des guten Geschmacks, wir haben jetzt gesehen, wie wir eine Waffe zusammenbauen können. Wir haben es zwar jetzt nur im Buch gesehen, aber ich verspreche euch, in der nächsten Folge bauen ich und der Herr Simrod, nachdem wir das gekochte Fleisch gelesen haben. Ja. Gut, das habe ich ja jetzt schon gemacht, das wollen wir nicht lesen. Wir haben jetzt gelesen, wie wir eine Waffe zusammenbauen können. Und ich verspreche euch, in der nächsten Folge baut der Simi für uns eine Waffe zusammen und zeigt uns, wie er sich selber damit das Gehirn wegsprengt. Ja, sehr gerne doch, mach ich doch ganz gerne. Mein Gehirn muss für alle da sein. Ich kann genau. Gerne. Dankeschön fürs Zuschauen und wir hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Wenn es heißt How to Survive. Und wir basteln unsere eigene Waffe. Jawohl, auf Wiedersehen. Einen schönen Abend noch. Goodbye.